Der 1. FC Nürnberg ist bestens gerüstet für die kommende Zweitligasaison. Zum Abschluss der Vorbereitung gab es einen hochverdienten 2:1-Erfolg über Borussia Mönchengladbach. Der Clubtalk, wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Und wir haben natürlich mit dem Gästetrainer Dieter Hecking über dieses Spiel gesprochen. Herr Hecking, Ihre Rückkehr nach Nürnberg, wie haben Sie es empfunden, die 90 Minuten? Ja, ist immer schön, wenn man zurückkommt, wo man sehr erfolgreich gearbeitet hat, auch. Die wenigen Leute, die noch da sind von damals, ja, war natürlich eine herzliche Begrüßung. Das Ergebnis 2:1 geht aus Ihrer Sicht in Ordnung für Nürnberg? Ja, absolut. Ich denke, man hat gesehen, dass der Club kurz vorm Saisonstart ist. Waren aggressiver, waren präsenter in den Zweikämpfen. Das war nicht das, was wir dagegen halten konnten heute. Hätte mir natürlich trotzdem gewünscht, dass wir gerade in der ersten Halbzeit müssen wir es einfach besser machen. Waren Sie etwas überrascht, wie Nürnberg hier aufgetreten ist? Nein, das ist, denke ich, wenn man die Ergebnisse auch von gestern nimmt. Die Zweitligisten sind alle kurz vorm Start, sind alle sehr engagiert, sind alle spritzig schon, sind gut in der Vorbereitung drin. Ja, das ist dann klar, dass du, wenn du da nicht mental und körperlich dagegen hältst, dass du dann Probleme bekommst. Und die haben wir heute gehabt. Was trauen Sie denn den Nürnbergern zu? Ja, ich glaube, da sollten Sie die Verantwortlichen fragen vom Club. Bei Ihnen, was gilt es da noch zu tun? Ist ja noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit, aber man hat auch heute gesehen, ohne die richtige Einstellung zum Spiel wird es nicht gelingen, egal in welcher Liga du spielst. Und klar, wir sind am Ende des Trainingslagers jetzt, das soll aber keine Entschuldigung sein. Wir müssen das Spiel einfach besser annehmen. Vielleicht haben sie gedacht nach der frühen Führung, es läuft schon so alleine heute, aber da sieht man ja, im Fußball wird man gleich eines Besseren bestraft. Was einzig die Einstellung oder was gilt sonst noch zu tun? Was können Sie sonst verlieren aus diesem Spiel ziehen? Ja, ich denke, bei uns ist es hauptsächlich heute eine Frage der Einstellung gewesen, der Körpersprache. Ja, das war zu wenig, der Club war giftiger, war griffiger, ja, und hat uns da in vielen Zweikämpfen dann einen Schneid abgekauft und hat dann natürlich auch die Probleme aufgelegt, weil du dann auch nicht mehr hinterherkommst. Soweit Dieter Hecking. Für einen anderen war es das erste Spiel in diesem Stadion im richtigen Dress. Die Rede ist von Enrico Valentini und der hat die rechte Seite ordentlich bearbeitet und war nach dem Spiel natürlich mehr als zufrieden. Enrico Valentini, ihr scheint schon fit zu sein. Vor euch kann es eigentlich schon losgehen. Letzter Test 2:1 gegen Gladbach. Immerhin den Bundesligisten gewonnen und das aus meiner Sicht verdient. Ja, ich denke auch, dass wir verdient gewonnen haben. Es war ein sehr guter Test, nachdem wir so ein bisschen nicht so gut begonnen hatten. Natürlich das frühe Gegentor über eine Standardsituation war natürlich nicht so gut, aber wir können immer lernen. Das ist ganz gut. Wir können, glaube ich, viel aus diesem Spiel mitnehmen und sind sehr zufrieden. Ja. Überrascht, dass ihr so überlegen wart, weil ihr hättet heute auch Gladbach richtig bestrafen können, wenn ihr mit euren Chancen nicht so fahrlässig umgegangen wärt. Ja gut, die Gladbacher kommen natürlich auch aus dem Trainingslager. Wir dürfen das jetzt auch nicht. Wir können uns freuen und drauf aufbauen, aber jetzt nicht überbewerten. Die Gladbacher haben natürlich auch ein bisschen Trainingspensum hinter sich und ich glaube, dass wir einfach drauf aufbauen können, wie gesagt, und ja, positiv in die nächste Woche schauen können. 11.000 Zuschauer, wie war es auf dem Feld? Ja, schön, schön. Ich freue mich darauf, dass es nächste Woche noch deutlich mehr werden. Und dann kann es endlich richtig losgehen, ja. Gab es überhaupt welche Schwachstellen, an denen man noch arbeiten müsste? Ja, wie erwähnt, halt die Standardsituation beim 1-0. Da müssen wir halt noch ein bisschen besser verteidigen und auch die Situation davor nicht gut geklärt. Und von daher, ja, gibt es schon noch zu arbeiten, ja. Du kennst ja die zweite Liga. Was ist drin für euch? Also zumindest das Spiel heute macht Mut auf mehr. Ja, wie gesagt, wir können natürlich guten Mutes in die nächste Woche gucken. Zweite Liga, 34 Spiele, Wundertüte, man weiß nie. Das ist alles immer so schwierig vorauszusagen. Wichtig ist, gut zu beginnen und dann können wir weiter gucken. Alle Testspiele gewonnen. Verblendet das ein bisschen oder macht es nur eine breite Brust? Nee, das macht eine breite Brust. Ich denke, wenn wir von Spiel zu Spiel gucken, schauen, dass wir uns jedes Spiel oder alle ein paar Spiele so ein Ziel setzen, damit fahren wir besser, als wenn wir jetzt schon anfangen zu träumen oder sonst irgendwelche Dinge. Deswegen fahren wir so damit ganz gut. Aber viel Positives aus heute könnt ihr mitnehmen. Was zum Beispiel? Ja, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie wir umschalten, das ist schon gefährlich. Wir stehen ganz gut. So aus dem Spiel heraus passiert eigentlich relativ wenig gegen uns und dann schalten wir natürlich blitzschnell um und das zeichnet uns aus und ich glaube, das ist unsere Stärke, ja. 5 Wochen Vorbereitung scheint sich also ausgezahlt zu haben. Michael Köllner, der Cheftrainer des 1. FC Nürnberg, ist jedenfalls zufrieden mit dem, was er gesehen hat. Michael Köllner, 2:1, letzter Test und das souverän und auch verdient gegen Gladbach. Ja, wir sind zufrieden, glaube ich, mit unserem Spiel. Das, was wir uns vorgenommen haben, konnte man heute auch auf den Platz bringen. So alle Elemente aus der Vorbereitung und ja, Siege tun nicht weh. Die verspüren Freude und letztendlich jetzt auch ja, eine große Freude auf die Saison. Es hätte auch ein klareres Ergebnis werden können, die Torchancen. Ja, mei. Sicherlich, also wichtig ist, dass wir uns überhaupt einmal so viele Bretter hier spielen. Und ich habe so einen Jan Sommer gerade schon gesagt, der hat ja exzellent gehalten. Das muss man natürlich auch sagen. Da sieht man auch, dass er ein Meister seines Fachs ist. Aber trotzdem, an den Dingen werden wir sicherlich auch noch ein paar Schrauben drehen einmal. Und dann, glaube ich, sind wir gut vorbereitet.
Gladbach mit der vollen Kapelle hier überrascht deswegen trotzdem, dass deine Mannschaft sich so viele schöne Torchancen erspielt hat? Ja, was heißt überraschend, sondern darf natürlich auch nicht überbewerten. Sondern Gladbach ist in einer anderen Phase der Vorbereitung, kommen aus dem Trainingslager heim, wir haben zwar die Woche auch nochmal hart trainiert, aber trotzdem gesagt, du musst auch erst den Gegner dann so in den Griff kriegen, auch, nachdem eigentlich der 1-0 schon ein kleiner Schock war für uns. Aber ich glaube, das war so ein bisschen so ein Wachmacher, so ein Mutmacher, weil am Anfang haben wir das so ein bisschen verhalten, haben wir das Spiel angegangen, aber insgesamt raus, denke ich, haben wir einfach schon eine starke Leistung gezeigt. 11.000 Zuschauer, schöne Stadionpremiere. Ja, im Gegensatz zu letztem Jahr, wenn es 7,5 waren, haben wir auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgeht. Und ich denke, alle, die waren hier waren und uns auch die letzten Wochen so begleitet haben, und es waren ja doch sehr viele Fans, haben sicherlich jetzt auch Lust und richtig Laune auf die neue Saison. Und ich hoffe, dass dann gegen Kaiserslautern viele hier den Weg ins Max-Morlock-Stadion finden und uns auch so wie heute auch richtig als 12. Mann nochmal nach vorne treiben. Froh, dass die Stürme heute nicht so fleißig getroffen haben, sonst würden die Bäume, die Euphoriebäume im Himmel wachsen. Ja, die Stürmer haben eigentlich trotzdem einen Bombenjob gemacht. Also sie waren vorne guter Wandspieler, guter Zielspieler, haben super für das Team gearbeitet und ich denke, das hat man halt auch gesehen, es war eine Mannschaft auf dem Platz. Und das, wie gesagt, macht Freude. Und jetzt eine Woche lang diese Leistung einfach einfrieren und konservieren? Ja, das wäre schlecht. Also wir haben die Woche schon ein paar Mal Training. Also die, einfrieren können wir nichts, sondern wir müssen schon schauen, dass wir nach vorne kommen. Jede Woche müssen wir schauen, dass wir unser Spiel verbessern, weiterentwickeln, ein paar Nuancen dazu, ein paar Elemente dazufügen, weil die Liga, die analysiert uns ja auch ganz genau. Und von dem her können wir uns das nicht leisten, dass wir Woche für Woche mit dem gleichen Fußball aufwarten. Irgendwas gesehen, was dir nicht so gefallen hat? Ja, schon einiges, aber ich glaube, das ist jetzt also nach dem Spiel der richtige Moment. Wir werden die Woche darüber reden. Ich denke, wichtig ist, dass eine Grundbilanz einfach zufriedenstellend ist, dass wir jetzt eine starke Vorbereitung hingelegt haben, sind ungeschlagen, den ist auch immer wichtiger. Und die Euphorie, glaube ich, die soll uns ein bisschen tragen. Aber ich glaube, der richtige Fan weiß es ja einzuschätzen, dass die Liga für uns trotzdem jetzt kein Selbstläufer wird und wir jetzt nicht alle wegputzen, sondern wir müssen schon auch Woche für Woche unseren Job erledigen. Und dann schauen wir mal, was in der Saison noch möglich ist für uns.